Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Live-Let's Play zu Crash Bandicoot 3 Warped aus der Insane Trilogy. Yes, wir haben es geschafft, endlich mal. So, ich hatte letztens irgendwas gesagt, von wegen, wir machen jetzt das und dann können wir das machen. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. Hier haben wir alles. Ich glaube, das war irgendwas mit den Edelsteinen, mit den farbigen. Ich glaube, wir haben nämlich jetzt alle. Ja. Ich glaube, dann wollten wir erst hier rüber und die Edelsteinsachen machen, die uns dann noch fehlen. Und dann, glaube ich, nach unten. Beziehungsweise diese merkwürdigen, halt diese versteckten Level machen. So. Auf jeden Fall fehlt uns hier die Kisten. Kisten-Edelstein und der. Ich glaube, der gelbe Edelstein ist es hier. Ich habe heute endlich meine blaue Haartönung vom Friseur auftragen lassen und man sieht einfach mal absolut überhaupt gar nichts. Richtig enttäuschend. Hast du denn vorher blondiert oder so? Es gibt auch schwarz-blau. Da sieht man das Blau ziemlich. Also das ist so Standard-Haarfärbetönung vom Schwarzkopf oder was. Da sieht man das Blau eigentlich ganz gut mit. Das schimmert dann so ein bisschen. Ich muss eigentlich zurück. Weiß das gar nicht mehr. Ich spiele hier die Level nämlich eigentlich recht ungern. Ich mag die nicht so. Julia, du bist die Beste. Ich wollte mich eigentlich da drauf hocken und gucken, ob oben was ist. Hätte ich jetzt hier eigentlich auch mal machen können. Da. Nein, das habe ich nicht. Ich habe so einen Aquamarin aufgetragen in der Hoffnung, das wird mit meinem Dunkelblond besser harmonieren als Dunkelblau, aber man sieht noch weniger. Ich muss sagen, also ich hatte ja, vorher habe ich Türkis gehabt, die Farbe, und das hier ist jetzt Alpine Green oder Alpine Green, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich wollte es eigentlich mal nachgucken. Von der Farbe her, also so ganz zufrieden bin ich damit auch nicht. Ich mag zwar diesen Übergang, den das hat von meinen kaputten Haaren zu meinen gesunden Haaren. Weil in den kaputten Haaren das Blau ziemlich gut. Ach, komm morgen. Das Blau ziemlich gut drin hängen bleibt hier vorne. Weiß ich, ob man das sieht. Und der Rest ist halt so ein bisschen grünlich mittlerweile. Aber was mich bei der Haarfarbe ankotzt, das färbt so hart ab. Bei dem Türkis hatte ich das nicht, aber wenn ich mir die Haare föhne, dann habe ich halt in der einen Hand den Föhn so und in der anderen Hand gehe ich mir immer so durch die Haare. Meine Fingernägel sind danach blau und meine Hände sind blau und das geht auch voll nicht gut ab. Ja, auf jeden Fall, das stört mich ein bisschen daran. Das war bei dem Türkisen nicht so, aber ich habe jetzt noch 2 1/3 Pöttchen ungefähr noch. Ach, was ist das denn für eine Scheiße? Und dann wollte ich mir die Farbe rausziehen
Also das, was da jetzt drin ist, diese komische Farbe. Und dann wollte ich Rot reinmachen. Ein paar Mal. Ich muss aber noch mal gucken, welches Rot ich da nehme. Also irgendein Rot, was nicht rosa wird, wenn man es rauswäscht. Oder irgendeine andere komische Farbe. Da gibt es auf YouTube einen ganz guten Kanal, die hatte gezeigt, wie sich die Farbe verändert, wenn es mehrmals gewaschen wird und wenn man drüber blondiert. Ja. Da wollte ich dann noch gucken und dann, wenn ich dann Rot durch habe, wenn ich Rot durchgespielt habe, dann wollte ich noch Orange durchspielen. Ich finde deine Haarfarbe toll. Dankeschön. Ich habe auch standardmäßig rot verfärbte Fingernägel, nur durch meine Haarfarbe. So, jetzt vorsichtig. Gibt es hier einen Checkpoint? Ja, schon. Also ich mache jetzt erst die Kisten. Und dann machen wir das versteckte Level. Es war wahrscheinlich der, weil der relativ schnell weggeflogen ist. Oder es ist jetzt der, jetzt gleich irgendwann kommt. Ich bin so dumm. Ich dachte, das wäre die Nitro-Kaputtmach-Kiste. Ich kenne mich echt, ich hasse, ich mag die Level echt nicht so gut. Und ich habe schon wieder Hunger, weil diese Lava-Dinger sieht aus wie Pizza. Schön Käse. Was ist los? Ah, wir haben noch 43 Leben. Da ist das ja nicht so schlimm. Ja, okay. Don't do this to me. Meinst du wegen Pizza oder was? Wo? Oh. Also, dass ich da nicht gestorben bin, ein Wunder gewesen. Ah. Nice. Kommst du mit? Nee. Was kannst du überhaupt, Wulle? Essen kann ich ganz gut. Mach doch glatt Hunger. Das stimmt allerdings. So, jetzt muss ich erstmal was trinken. Nein, wir müssen zurücklaufen. Na, wenigstens hast du ihn eben zurückbekommen. Ja, das stimmt allerdings. Die Frage ist, sind hier überhaupt Kisten? Ja. Bin leider erst ab. Oh! Ja! Dann wirst du heute nicht so viel vom Stream mitkriegen, aber dankeschön. Weil, ups, den habe ich nicht gesehen. Weil um 21:30 ist heute auf jeden Fall Ende. Nur damit du schon mal Bescheid weißt. Mhm.
gehe mal davon aus, dass die Leben jetzt nicht mehr da hinten sind. Habe ich eine Maske? Nee. Ist hier hinten vielleicht eine Maske irgendwo? Okay, nochmal. Also ich hätte gerne eine Maske. Eine Maske. So, wo ist der Matschkopf? Da. Ha. Blöd, Mann. Das war ein Panikdrehen. Sieht so aus, ob man da lang könnte. Ach, guck mal. Hallo. Ein Checkpoint. Nehme ich den mit? Ja, schon, ne? Oh, ich bin ein bisschen erschrocken, nur. Einiges an Kisten, ne? Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich am Ende eine verpasst habe. Okay. Jetzt müssen wir nur noch unbeschadet. Oh Gottes Willen, zurückkommen. Hallo. Zählt er eigentlich als Akku? Ich meine schon, ne? Das Gute ist, wir haben dann gleich die Bonusrunde. Und die Bonusrunde zählt auch, glaube ich, als Checkpoint. Deswegen müssen wir uns da jetzt nicht so mega die Sorgen machen. So. Wundervoll. Das war irgendwie stylisch. So, das war mal sehr easy peasy. Aber ich sag mal nicht zu viel, ne? Was fehlt uns denn jetzt? War eine 7, ne? 15. 15 hört sich eigentlich ganz nett an.
Yes! Yes! Wir sind gestorben! Aber wir haben alle Kisten, das ist schön. Also nämlich immer, wenn man dann so lange irgendwie in einem Level verbringt, Zeit, dann am Ende dann doch irgendwie eine Kiste fehlt. Crash 4. Ja. Dann ist das sehr, sehr nervig. Was den Edelstein verpasst. So.